Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, heute gehe ich mal im Wienerwald wandern. Bin quasi von meiner eigenen Haustür losgegangen. Jetzt zeige ich euch mal, wie grün auch eine Großstadt sein kann. Man hat trotzdem alle Annehmlichkeiten wie U-Bahn und Straßenbahn direkt vor der Tür, ist aber genauso schnell zu Fuß im Wald und kann einen wunderschönen Wandertag machen. Schön, dass ihr heute dabei seid und ich freue mich. Ja, um hoch zum Wienerwald zu kommen, nutze ich ganz gerne den Weg durch den Baumgartner Friedhof. Der ist eigentlich sehr stimmungsvoll, sehr ruhig. Ja, und so kommt man ganz leicht relativ schnell unten aus der Stadt raus und den Weg nutze ich eigentlich immer recht gern. Ja, das ist die wunderschöne alte Mauer, die um den Bereich des Baumgartner Spitals, also der Baumgartner Höhe ist. Das ist der Lungen- und ich glaube Nervenheilanstalt, der ganz alte noch aus der Kaiserzeit und eine schöne Anlage, die im Moment halt auch ein bisschen Zutritt gesichert ist wegen Corona. Also wie man da schon sehen kann, Bärlauch suchen muss man im Wienerwald eher nicht. Man geht einfach Bärlauch ernten. Und da steht da wirklich LKW ladungsweise im Wald rum zu der Jahreszeit. Und der Duft ist einfach auch herrlich um die Jahreszeit. Ich liebe das. Jetzt befinde ich mich schon auf der Schwarzenbergallee im Schwarzenbergpark. Ja, und werde jetzt wieder ein bisschen weiter Richtung Berge hochgehen, sozusagen Richtung Hameau. Irgendwie so ein Holländerdorf, glaube ich, war das mal, so heißt es zumindest. Ja, also jetzt kurz noch ein bisschen Park wieder und dann wird es wieder waldiger. Oben auf der Hameau habe ich mich etwas gestärkt, kurz gesessen und jetzt geht es weiter. Es waren schon einige Höhenmeter da hoch, also war ganz nett. Und ja, jetzt geht es weiter und jetzt nähern wir uns schon gleich dem höchsten Punkt vom Wiener Stadtgebiet, dem Hermannskogel. Da gehe ich jetzt drauf zu und ja, schauen wir uns mal an. Da kann man jetzt schon mal ganz gut sehen, dass wir schon einige Höhenmeter gemacht haben. Und man hat schon die erste schöne Aussicht über die Stadt. Aber da gibt es nachher noch fast eine coolere Stelle. Und
Dann werden wir auch noch mal schauen, ob wir da ein paar schöne Aufnahmen finden. So, der kleine Berg, den man da vor uns oben sieht, das ist der Hermannskogel mit der Hubertuswarte oben drauf. Und das ist der amtlich höchste Punkt von der Stadt Wien, also vom Stadtgebiet sozusagen. Und der hat, glaube ich zu wissen, 534 Meter über Null sollte der liegen. Also somit der höchste Punkt der Stadt. So, jetzt bin ich schon auf der Jägerwiese angekommen. Ist auch ein beliebtes Ausflugsziel der Wiener. Kann man auch gut mit Kindern hinfahren. Gibt es auch Gastronomie. Ein paar Tiere gibt es und ja, ist ein ganz netter Platz. So, jetzt bin ich schon gleich oben auf dem Kahlenberg. Da steht auch ein riesiger Sender, den man über die ganze Stadt sehen kann. Und da gibt es auch Hotels und so Tagungshotels und solche Sachen. Und es ist auch ein Hausberg der Wiener und ein bekannter Ausflugsort auf jeden Fall. So, ich bin jetzt hier am Kloster vom Leopoldsberg angekommen. Das ist quasi der zweite Hausberg von den Wienern. Der trennt Kloster Neuburg und Wiener Stadtgebiet voneinander. Und hier hat man auch eine super Aussicht. So, jetzt kommt ein relativ steiler Abstieg runter ins Kahlenberger Dorf, also den Leopoldsberg einfach immer runter in so Serpentin. Das sieht von unten relativ unscheinbar aus, aber da hinten, da sind wir jetzt eben runtergestiegen. Ja, und jetzt sind wir unten an der Donau wieder, Stadtgebiet. Ich gehe jetzt gleich weiter Richtung Heiligenstadt und schauen wir mal, wie weit ich noch Lust habe zu gehen. Und ansonsten kann ich dann auch mit der S- oder U-Bahn
wieder nach Hause fahren, aber werde ich sehen. Ich habe jetzt gut gegessen, habe einen schönen Platz hier auf der Insel gesucht. Es ist, wie man wahrscheinlich eben gehört, recht windig. Aber jetzt haben sich zum Glück die Wolken mal ein bisschen verzogen, die Sonne kommt raus und ja, ich werde noch ein bisschen die Sonne genießen und dann weiterziehen. So, weil das Wetter jetzt so schön ist und weil es gerade so gut läuft, habe ich mich jetzt entschieden, wahrscheinlich noch zu Fuß nach Hause zu gehen. Das sind jetzt immer noch gut 10 Kilometer durch die Stadt, durch den 19., 18. Bezirk und warum nicht, kann man ja auch mal machen. Ich freue mich darauf. Da hinten oben waren wir eben, wo der Sender ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt erkennen kann, aber ist schon wieder ein gutes Stück her, ja. Jetzt sind wir schon beim Türkenschanzpark im 18. Bezirk. Auch sehr schöner Park, sehr sehenswert immer. Jetzt sind wir schon im 16. Bezirk und jetzt ist auch gar nicht mehr weit bis zu uns in den 14. So dürften jetzt noch so viereinhalb Kilometer sein bis nach Hause. So, nach fast 40 Kilometern und bestimmt zwischen 800 und 900 Höhenmetern insgesamt bin ich jetzt gleich wieder zu Hause. Und ja, ihr habt gesehen, man kann von der Haustür aus eine super Tour machen, auch wenn man in der Großstadt wohnt. Wien hat da echt einiges zu bieten, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja, war schön, dass ihr dabei seid und ja, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Ciao, ciao.